viele Aufgaben und ich bin noch nicht mal mit der Hälfte fertig. Leute, wir müssen uns langsam mal beeilen. Hier, im neuen Zeitalter geht's nämlich nicht... Oh, hi. Oh, du liegst mir direkt in meinem Gesicht. Du hast mich ein bisschen erschreckt, weißt du das? Aber bleib ruhig hier drin oder möchtest du mit rauskommen? Du möchtest... Nein, okay, du möchtest hier drin bleiben. Alles gut. Ich gehe alleine raus. Ich finde den Weg selber. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einem brandneuen Part von Minecraft Mini. Yeah! Oh, wir hüpfen hier wirklich auf dem Hintern die Treppe hoch. Oh mein Gott, ich möchte das nochmal sehen. Hüpf, hüpf, hüpf. Das ist ja geil. Oh nein, lass uns bitte einfach ganz schnell groß werden und wieder normal umherlaufen. Freunde, in unserem Questbook sind einige Quests drin enthalten, die wir tatsächlich tun und lassen müssen. Und wir sind noch nicht so wirklich weit. Wir haben zwar einen Halloween-Streich gespielt, aber der ist irgendwie nicht so gut angekommen. Und ganz ehrlich, diese komischen Dinger, die ich gebaut habe, die haben die Jungs auch nicht so richtig entdeckt. Genau, aus dem Hexenturm haben wir auch schon einen Zaubertisch gestohlen. Aber das ist auch so ziemlich das Einzige, was wir bisher so geleistet haben in diesem Zeitalter. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir sollten mal die Arschbacken zusammenkneifen und ein bisschen was tun. So, Freunde, wir können diesen Zauberstab übrigens noch benutzen. Das ist mega cool. Ich habe nämlich entdeckt, dass dieses Ding, wenn man das anlässt, einfach permanent Feuer schießt. Ich meine, wie cool ist das? Wenn wir jetzt irgendwie ein Zombie oder sowas begegnen, dann machen wir einfach BÄM! Und dann können wir den richtig schön wegfeuern und so. Das ist mega cool. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht die ganzen Tiere treffe, die hier rumlaufen. Weil es könnte tatsächlich der Fall sein. Warte mal, kann ich das? Kann ich den lesen? Ja, okay, okay. Genau, hier ist diese Feuerrune. Dann haben wir hier den Wolf, den wir beschwören können. Und hier ist eine Platte. Oh mein Gott. Hä, das kann nicht wahr sein. Wo kommt die auf einmal her? Wo kommt diese Platte her? Ich laufe hier doch schon seit 100 Jahren immer wieder lang. Und mir ist diese Platte niemals aufgefallen. Das bedeutet, hier unten wird höchstwahrscheinlich eine Kiste sein. Was ist das für eine Platte? Lass mich mal gucken. Eine Porttrap! Die hat mich wegteleportiert. Dann hätte ich mir den Kopf geschossen oder so. Dann wäre auf jeden Fall was Schlimmes passiert. Oh, ich bin gespannt, was da drin ist. Und zack! Alter. Oh mein Gott, das ist ja mal eine richtige Kiste. Wir haben hier eine Sorcerer-Robe. Ich weiß nicht, das ist irgendeine Magierrobe. Wenn wir die anziehen, dann sehen wir einfach cool aus. Und wir haben eine coole Magierrobe, die uns irgendwie 20% weniger Sachen kostet, wenn wir irgendwas machen. Eine Scroll of Identification, damit können wir jemanden identifizieren. Ein paar Magic Crystals, eine Aktivierungsschiene, eine normale Schiene. Ein bisschen Kohle haben wir natürlich auch. Brot, ein Namensschild, rote Betesamen, Melonenkerne, eine Feuerbombe. Noch eine Scroll, sehr interessant. Und wir haben Master Spellbook. Leute. Und ein normales, das wir schon sehen können, Smokebomb, weil wir das kennen, aber ein Master Spellbook, von dem wir nicht wissen, was da drin ist. Es könnte alles sein, Freunde. Wir haben ein Master Spellbook gefunden. Das ist ja ultra krass. Mega nice. Aber das war gar nicht mein Plan, als ich hierher gekommen bin, kleines Schaf. Das war doch überhaupt nicht beabsichtigt. Na gut, okay. Wir werden es auf jeden Fall nachher ausprobieren. Also das Master Spellbook. Oder wir müssen einen Zauberstab aufwerten. Und erstmal will ich einen richtigen finden, dass wir... Oh, damit wir das aufwerten können und so weiter. Und ich will den richtigen aufwerten. Ich will nicht irgendeinen Zauberstab aufwerten wie so einen hier. Das sind einfach nur Übungszauberstäbe. Die sind einfach nur da, um ein bisschen was zu zaubern, ein bisschen was auszuprobieren. Aber ich will einen richtig coolen Zauberstab. Was ist denn das da? Aber den müssen wir noch finden. Was ist das hier? Hat Roman das gebaut? Das ist scheinbar Romans Zauberraum. Aber der soll doch versteckt sein, Roman. Hast du es nicht gelesen? Hä? Ist es nicht? Baue ein verstecktes Magiezimmer. Das ist doch nicht versteckt hier. Da bin ich doch mit meiner Nase drauf gestoßen, als ich hierher gekommen bin. Vielleicht baut er das ja noch um. Vielleicht ist es nur ein Test für ein Magiezimmer oder sowas und er baut es noch irgendwo anders hin. Das kann natürlich auch der Fall sein. Aber mega nice. Und hier sind ganz viele Spellbooks. Oh mein Gott. Das hat er scheinbar schon ausprobiert. Light. Tornado hat er auch schon ausprobiert. Okay. Ja, Advanced. Was haben wir für einen Zauberstab? Wir haben Apprentice. Wir können alles bis Apprentice können wir ausprobieren. Wir können theoretisch einmal hier so ein Spellbook von ihm nehmen. Oder auch zwei. Unseren Zauberstab hier reintun. Und einfach mal... Welche Zauber brauchen wir nicht? Wir brauchen diesen Homing Spark. Naja, der ist eigentlich ganz cool, aber... Und diese Feuerrune. Die müssen auch nicht sein. So, jetzt haben wir hier zwei neue Zauber. Zack, die nehmen wir mit. Die Bücher machen wir wieder rein. Das schadet ihm nicht, im Gegenteil. Jetzt haben wir die für ihn quasi schon gedingst, also dass er weiß, was da drauf ist. Und wir haben einen neuen Zauberstab. Und wir können jetzt neue Zauber machen. Was können wir machen? Ah! Oh Gott! Was? Lars oder so!
Oh nein, mein Skelett stirbt, weil es... Okay, du stirbst doch nicht. Du hast nur gebrannt. Interessant. Aber wenn du jetzt mitkommst, es ist Tag, dann wirst du wahrscheinlich schon sterben. Kann das sein? Naja, gut. Ist nicht so schlimm. Du bist ja nur ein Skelett. So, was ist das? Was soll das sein? Bubbles? Oh mein Gott! Oh, wir haben es getötet. Upsi! Aber das sind Bubbles einfach. Das sind Seifenblasen. Wir können die Leute mit Seifenblasen beschießen und dann sterben sie. Oh nein. Wie dämlich ist das denn? Oh Gott. Okay, wir haben Bubbles. Wir haben Bubbles als AIDS. Also Roman, du hast aber ein mega cooles Zauberbuch gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Denn das ist hier unten schon mal. Der kann das auch ausprobieren. Das ist ja mega geil. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Denn ich habe etwas anderes geplant hier beim lieben Roman Romanski. Denn Roman, hier vorne, genau hier vorne sind wir eigentlich richtig. Das ist der Ort, an dem ich euch mit entführen wollte. Mit hinführen wollte. Wie auch immer. Entführen wollte ich euch nicht, Freunde. Keine Angst. Wir müssen jetzt einmal einen kleinen Jump'n'Run hier machen über das ganze Lava-Zeug hinweg, ohne dass wir uns irgendwie verletzen oder sowas. Denn ich glaube, Roman hat seine Überraschung da unten noch gar nicht ausgepackt. Ich hatte nämlich für Roman... Ah ja, Auchi, das war nicht meine Absicht. Ich hatte nämlich für Roman eigentlich eine kleine Überraschung gemacht. Und zwar habe ich ihm diesen Menschen, also seine Figur quasi als Halloween-Figur verkleidet, dort vorne vor die Tür gestellt. Vor seine Haustür, gucken wir uns gleich nochmal an. Und er hatte darin einen Hinweis, mit dem er hätte hierher kommen sollen und da runterfinden sollen, aber er hat es nicht gemacht. Er hat noch nicht mal entdeckt, dass da ein Eingang ist und ich glaube, also glaube ich zumindest. Ich probiere das Ganze nochmal aus, ob das wirklich der Fall ist, weil ansonsten hätte er das bestimmt abgebaut. Oh. Seht ihr? Seht ihr? Es ist nicht der Fall. Er hat es nämlich nicht entdeckt und er hat sich nicht die Mühe gemacht. Wir sind jetzt irgendwo hier unter, glaube ich, gelandet. Kommen wir wieder hoch? Ich glaube, von da vorne am besten, oder? Lass das mal hier vorbei. Ja, okay, okay, okay. Alles cool, es ist nichts passiert, es ist alles in Ordnung. Aber ich wollte wenigstens ihn so ein bisschen damit reinlegen. So, und das Ganze hat natürlich nicht funktioniert, weil, ja, Roman diese Figur nicht aufgemacht hat oder nicht reingegangen ist. Oh, das ist ein bisschen schade. Aber er hat es als Deko stehen immer noch, von daher ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da steht er, der Evil Roman Romanski, der böse Roman, der hier ist, der weil er so rot ist und Halloween-mäßig und so. Aber Halloween ist ja vorbei. Kenne ich doch. Die habe ich doch gebaut. Hä, das... Hat Roman die nachgebaut? Hat Roman meine Hello... Roman, hast du die nachgebaut oder hast du die geklaut? Komisch. Und da hinten ist auch noch eine. Da hinten ist auch so eine Halloween-Fledermaus. Und ich weiß wirklich nicht, ob die von mir... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, okay. Ich weiß nicht, Leute. Aber Roman tatsächlich noch seinen Streich zu spielen, den wir ihn spielen wollten, damit wir auch die Quest ordnungsgemäß erfüllt haben, werde ich jetzt einmal hier seine Platten abbauen. Oh, Trollolol, war das lustig. Nein, war natürlich nicht. Das war natürlich nicht der Sinn. Aber wir nehmen diese Platten jetzt hier weg und wir haben ja 3 Port Traps gefunden. Und diese Port Traps werden wir jetzt ganz einfach hier platzieren. Das bedeutet, wenn Roman das nächste Mal nichtsahnend in sein Haus geht und einfach so hier raufläuft, dann wird er teleportiert. Dann wird er wegteleportiert irgendwohin in diese Welt. Nicht allzu weit weg. Also es wird ihm hoffentlich nichts dabei passieren. Es wird ihm hoffentlich nicht schaden, aber es wird lustig werden. Und ich freue mich darauf. Das will ich mir unbedingt angucken in einem Video. Roman, das wird mega cool. Genau, Freunde. Also das war der eine Plan. Aber ich denke mir gerade so, wenn wir dieses wunderschöne Magiezimmer dort vorne angucken, was Roman gebaut hat, können wir uns vielleicht tatsächlich schon mal an unsere eigene Quest machen. Und zwar brauchen wir das ja auch. Baue ein verstecktes Magiezimmer. Unsere ganzen Spellbooks und so weiter passen nämlich schon gar nicht mehr in eine Kiste. Ich habe eine ganze Kiste, oh nee, das ist Bergbau. Ich habe eine ganze Kiste voll von meinen Magiesachen und super viele Bücher und so weiter. Aber es ist voll. Und da passt nichts mehr rein. Das heißt, wir brauchen sowieso ein verstecktes Magiezimmer, damit wir eben unsere Sachen lagern können. Weil es ist irgendwie blöd, wenn ich 2 volle ganze Kisten irgendwie mit Magiezeugs, also keine Ahnung, also hier in meinem normalen Lager voll habe. Die nehmen nämlich mega viel Platz weg. Ich überlege nur gerade, wo wir unser Magiezimmer hinbauen könnten. Wir könnten hier vorne am Lagerfeuer... Ja, könnten wir theoretisch irgendwie einen Geheimgang oder sowas einbauen. Das wäre vielleicht sogar möglich. Überlege ich gerade. Oder hier... Sowas wäre möglich, dass man hier einfach so einen Block öffnet. Oder unser jetziges Magiezimmer ist super weit unter der Erde. Und das ist super versteckt. Das ist mega weit unter der Erde.
Was könnte man noch machen? Wo könnte man noch ein Magiezimmer hinbauen? Also klar, wir könnten irgendwie eine fliegende Insel bauen oder sowas und da ein Magiezimmer machen. Aber ich glaube, unter der Erde ist schon ein ziemlich gutes Versteck. Oder auf dem Schiff irgendwo, dass wir ein verstecktes Zimmer auf dem Schiff haben. Einfach nur so ein klein. Wie wäre es mit einem kleinen Raum? Ey, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Meint ihr, das geht, wenn wir jetzt hier, wo unser Haus gerade entsteht, dann habe ich auch die Motivation, endlich mal dieses Haus hier fertig zu bauen, was ich noch nicht fertig gebaut habe, weil ich nämlich faul bin. Leute, ich bin sowas von faul. Es tut mir leid. Ich muss dieses Haus bauen. Ja, genau. Oh, da ist sogar noch die Feuerrune. Wie lange will die denn jetzt hier bleiben? Ich glaube, so lange, bis einmal ein Zombie raufläuft oder sowas, wird diese Feuerrune da bleiben. Okay, müssen wir einfach abwarten, bis irgendwann mal Lars vorbeischaut oder so. Genau. Wir können es mal klein machen. Das ist nämlich mein kleines Ferienhaus, mein kleines Wochenendhaus, was von außen so ähnlich aussehen soll wie das da vorne. Noch tut es das nicht, sondern nur ein bisschen. Aber naja, okay, das kann ja noch werden. Was ist, kann noch werden. Hier haben wir sogar einen Stuhl, auf dem wir uns hinsetzen können. Und hier ist unsere Küche, die auch mega cool aussieht. Ein Kühlschrank und alles. Und oh, wir sitzen schon wieder. Oh nein, ich will nicht die ganze Zeit rumsitzen. Easy cheesy, steh auf und werd wieder klein. Und jetzt bist du wieder klein. Aber was wir machen können, ist tatsächlich in diesem winzig kleinen Haus ein verstecktes Zimmer einzubauen. Also vielleicht im Boden, wo man runtergehen kann, so eine Geheimtreppe oder so runter. Ich glaube, 4 Blöcke müsste man frei machen. Da müssen wir echt noch gucken, wo das am besten funktioniert. Ja, eine Treppe, eine Leiter oder auch außen wäre natürlich auch möglich, dass wir so außen vielleicht einen kleinen Geräteschuppen oder sowas hinbauen. Und da kommt dann unser verstecktes Magiezimmer rein. Ich glaube, da habe ich mega Lust drauf, dass es ein richtig kleines, verstecktes Zimmer wird. Aber Freunde, das werde ich mir nochmal ganz in Ruhe überlegen bis zum nächsten Part von Minecraft Mini. Und dann hätten wir ein riesiges Magiezimmer und ein winziges, ein riesiges Waffenzimmer. Also das ist ja unser Waffenlager. Und ein winziges Magiezimmer, wo dann ganz kleine Kisten in die Hütten kommen und sowas. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Freunde, ich hoffe, der heutige Part von Minecraft Mini hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dann wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag und hasta la! Pasta!